Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Du sehen kannst, das Wetter ist super. Ich sitze auf meinem Balkon, ich habe frische Luft, mir geht's gut. Ich habe meine Stova Pro Diver am Arm, eine andere Uhr als am Sonntag, als ich die Aufnahmen zu der Uhr gemacht habe, die ich dir heute zeigen möchte. Am Sonntag war Stefan B. aus O bei mir, hat sich den Gewinn meines Gewinnspiels abgeholt, die Magneto Uranus, und hat dabei auch seine neueste Erwerbung, seine neueste Uhr mitgebracht. Und zwar ist das ein Staudt Ghiosch Chronograph, den ihr hier gerade auch im Bild seht. Eine Uhr, die mich echt unglaublich von den Socken gehauen hat, weil sie eine wahnsinnige Qualität hat, die ich so ehrlich gesagt nicht erwartet hatte, insbesondere auch, wenn man den Hintergrund der Marke kennt, denn es handelt sich um eine Marke aus Holland. Eine holländische Marke auf meinem Kanal deshalb, weil Ivo Staudt, der Inhaber, der Kopf, der Kreative hinter der Marke, seit vielen Jahren in Hessen wohnt, was natürlich nochmal eine intensivere Verbindung für mich ist, der ich jetzt auch ja aus der Grenzregion von Holland nach Hessen gezogen bin. Insofern finde ich das klasse und habe gedacht, ich zeige euch die Uhr, weil ich sie richtig toll finde. Sollten irgendwann einmal ein paar Hintergrundgeräusche bei den Videoaufnahmen zu hören sein, dann liegt das daran, dass wir am Sonntag hier Fest ohne Grenzen hatten. Das heißt, ein Mehr-Nationen-Fest mit unglaublich leckeren Sachen vom Grill und anderen Sachen. Also es war richtig schön. Wir haben das vom Geruch her sehr genossen. Vom Ton her hört ihr es vielleicht im Hintergrund ab und an. Lasst euch davon nicht orientieren. Die Uhr ist trotzdem wert, dass man sie sich im Detail anschaut. Bei dem Staudt Ghiosch Chronograph handelt es sich um einen sehr klassischen Chronographen. Man kann es hier, glaube ich, noch nicht ganz so gut sehen. Später im Video sieht man es noch sehr viel deutlicher. Ein wunderschönes, von Hand guilloschiertes Ziffernblatt hat und eine irrsinnig hohe Qualität in der Gehäuseverarbeitung, den Zeigern. Das wird alles auf handwerklichen Maschinen in Holland gemacht. Es handelt sich hierbei also nicht um irgendwelche vollautomatisierten Industriemaschinen, sondern es sind wirklich handwerkliche Maschinen, die richtig, richtig schöne, gute handwerkliche Arbeit machen. Schauen wir uns die Uhr doch einmal in den Maßen und im Detail an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm, hat einen Bandanstoß von 22 mm, eine Höhe von etwas über 13 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von über 51 mm. Auf der Vor- und Rückseite ist ein Saphirglas verbaut. Ein sehr schönes Werk, eine tolle Uhr. Das Werk als solches ist jetzt nicht über die Maßen veredelt. Der Rotor ist natürlich ein Hingucker, aber die Uhr insgesamt ist richtig gut und aufwendig verarbeitet. Wirklich eine Uhr, die von der Qualität sich hinter anderen Schweizer Uhren oder auch deutschen Uhren in keinster Weise verstecken muss. Schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Wie ihr sehen könnt, am Sonntag hatte ich noch meine Sinn 105 an und die Staudt Ghiosch Chronograph mit 41 mm wirkt erstaunlicherweise kleiner. Wir hatten sie, bevor wir die technischen Maße nachgeschaut hatten, eher auf 40 mm geschätzt. Es sind aber 41 mm. Wunderte uns deshalb, weil durch die relativ schmale Lünette die Uhr eigentlich breiter wirken müsste, was sie aber nicht getan hat. Ja, das ist also eine Uhr,
aus Holland. Ich kenne keine anderen holländischen Marken. Vielleicht kennt ihr ja andere holländische Marken. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Denn ich bin da echt sehr überrascht gewesen. Die Uhr hat keine Leuchtmasse. Da brauche ich also auch in keinster Weise einen Lumenshot zu machen. Die Lünette ist ein umgedrehtes D-Profil. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Üblicherweise, wenn die Lünette ein D-Profil hat, ist sie ja nach außen gewölbt. Diese ist nach innen gewölbt. Und hier könnt ihr nochmal sehen, der Rotor aus Gold und dann das Werk, das 7753. Die Drücker und Krone funktionieren wirklich sehr präzise. Und die Zeiger sind poliert. Das Gehäuse hat einen Wechsel aus einer Mattierung und einer Politur. Die Flanken sind mattiert und sowohl der umgedrehte oder negative D-Ring, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung wirklich heißt, und auch der Bodenansatz sind poliert. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Das sollte bei dieser Uhr eigentlich perfekt sein, aber wir schauen uns das selbstverständlich auch im Detail an. So, hier haben wir die Zeiger. Ja, und das ist natürlich, besser kann man Zeiger nicht setzen, absolut perfekt gemacht. Das Meshband ist übrigens richtig massiv und schwer. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber ich hatte mal Meshbänder von Steib und Vollmer. Das ist absolut die Qualitätsklasse, die man auch bei Steib und Vollmer bekommt. Das Blatt ist mit einer handwerklichen Maschine giochiert. Das Muster der Gioche ist auf den Totalisatoren etwas anders als auf dem Rest des Blattes. Man kann das in einigen Einstellungen sehen. Das war echt schwer, das mit der Kamera einzufangen. Und das macht einen richtig tollen Eindruck. Die Hörner sind schön schmal, erinnern mich ein klein wenig an einige Modelle der Sinn. Wobei diese hier finde ich noch etwas feiner. Sie sind auf der Oberseite poliert. Die Flanken sind wie gesagt mattiert. Und dadurch, dass die Hörner nach unten gebogen sind, sitzt die Uhr sehr angenehm auf dem Arm. Aber mit 51 mm Lag-to-Lag, beziehungsweise etwas mehr als 51 mm Lag-to-Lag, ist das natürlich eine Uhr, die nicht für kleine, schmale Handgelenke gemacht ist. Preislich liegt die Uhr, Stefan war sich nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall jenseits der 6.000 Euro. Also auch kein Schnäppchen, trotzdem, ich fand sie richtig klasse und es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, die Uhr zu reviewen. Es gibt ein kleines Buch dabei, Bilder davon habt ihr immer mal wieder im Video gesehen. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Mir hat sie super gut gefallen, ein wunderschöner Dresser, sportlich, elegant, leider mit der Wasserdichtigkeit nicht so alltagstauglich, wie ich es gerne hätte. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.